Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meiner Sprechstunde begrüße ich Sie. Heute zum Thema HIB oder Haemophilus influenzae Typ B Infektionen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie diesen Namen vielleicht schon mal gehört haben in Verbindung mit den Impfungen, die Ihr Säugling bekommt oder bekommen hat. Sie aber wahrscheinlich nicht so genau wissen, was es mit diesem Bakterium so auf sich hat. Und ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen froh, dass wir heutzutage nicht mehr so viel über dieses Bakterium sprechen müssen. Der Grund dafür ist, dass mit der Einführung der Impfung als Standardimpfung gegen dieses HIB-Bakterium im Jahr 1990 die Erkrankungen durch Haemophilus influenzae Typ B so gut wie verschwunden sind. Was machen denn diese HIB-Bakterien denn nun? Sie haben übrigens überhaupt nichts mit den Influenza, also den Grippeviren, zu tun. Der Name ist für Laien manchmal etwas verwirrend. Lassen Sie mich dazu eine persönliche Geschichte erzählen. Es war im Frühsommer 1990 während der Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland wurde zum dritten Mal Weltmeister. Ich erinnere mich noch wie heute daran, dass ich eigentlich im Dienstzimmer vorhatte, irgendein Viertel- oder Halbfinalspiel anzuschauen. Und da kam ein Vater mit seinem Kind auf dem Arm in die Klinik hereingestürmt und sagte voller Sorge, mein Kind kriegt keine Luft mehr. Im Untersuchungszimmer, wo wir sie sofort hin verfrachtet haben, tat es dann tatsächlich auch seinen letzten Atemzug. Und dann konnten wir beobachten, wie das Kind sich bemühte, Luft zu bekommen. Aber irgendwie waren die Atemwege vollständig verlegt. Es gelang uns gerade noch in letzter Sekunde, einen Beatmungsschlauch durch den total zugeschwollenen Hals des Kindes in die Luftröhre zu schieben und so das Leben des Kindes zu retten. Das war eine typische Haemophilus influenzae Typ B Infektion. Und zwar eine, die zu einer Epiglottitis führt. Und Epiglottitis heißt Entzündung des Kehlkopfbereiches. Und das wiederum heißt, der Kehlkopfbereich ist durch diese Bakterienentzündung verändert. Er schwillt so an, dass man im wahrsten Sinne des Wortes keine Luft mehr kriegt. Erkennt man diese Epiglottitis rechtzeitig, kann man durch das Legen eines Beatmungsschlauches Schlimmeres verhindern. Wenn nicht, erstickt der Patient qualvoll. Das ist die eine Infektion durch HIV-Bakterien, die wir Ärzte so sehr fürchten. Was waren wir froh, dass es uns gerade noch rechtzeitig gelang, bei dem Kind trotz der schon massiven Enge einen Beatmungsschlauch einführen zu können. Aber nicht immer erreichen Patienten mit einer Epiglottitis rechtzeitig die Klinik, beziehungsweise kann der Notarzt noch rechtzeitig helfen. Die zweite, ebenfalls sehr gefährliche Erkrankung, die die HIV-Bakterien auslösen können, ist eine Meningitis, also eine Hirnhautentzündung. Und diese Hirnhautentzündung war in der Zeit bis 1990 auf der Intensivstation meiner Kinderklinik eine recht häufig vorkommende Erkrankung, die meist, wenn sie denn überhaupt überlebt wurde, mit bleibenden Schäden einherging. Was war ich froh, und ich spreche wahrscheinlich für die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen, dass nach Einführung der HIB-Impfung im Jahr 1990 diese beiden Erkrankungen seither weitgehend verschwunden sind. Das liegt aber nicht daran, dass die Bakterien verschwunden sind, sondern es liegt nur daran, dass die geimpften Menschenkinder nicht mehr diese Erkrankungen bekommen können. HIV-Bakterien kommen üblicherweise als normale Bewohner unseres Atemwegs-Schleimhautsystems vor. Ein gesundes Immunsystem kann aber verhindern, dass diese Bakterien Unheil anrichten. Und bei kleinen Kindern in den ersten 3 bis 5 Jahren ist diese Fähigkeit des Immunsystems
die HIV-Bakterien sich vom Leib zu halten, nicht so gut ausgeprägt. Und deshalb werden auch nur die kleinen Kinder geimpft. Wenn Sie mal das Schulalter erreicht haben, sind schwere Infektionen bei gesunden Menschen extrem selten, aber sie können durchaus auch mal für eine Mittelohrentzündung verantwortlich sein. HIV-Bakterien lassen sich im Prinzip gut antibiotisch behandeln, aber ich habe ja schon angedeutet, dass das Problem meistens das zu späte Erkennen ist. Wenn Sie den Impfkalender angucken, dann sehen Sie, dass die Impfung gegen HIV in die sogenannte Sechsfachimpfung integriert ist und nach der STIKO-Empfehlung dreimal im ersten und einmal im zweiten Lebensjahr gegeben wird. Der Schutz durch diese Impfung hält ein paar Jahre an und überbrückt die Zeit bis zur natürlichen Stabilität, wie vorhin ja schon gesagt. Deshalb ist sie später für gesunde Menschen nicht mehr nötig. Diese Impfung gegen HIV zeigte mir damals als jungem Assistenzarzt eindrucksvoll, was für eine segensreiche Wirkung von einer Impfung ausgehen kann. Allerdings wird auch deutlich, welch Unterschied zwischen mir und Ihnen als Eltern besteht. Sie machen sich heutzutage eher Sorgen um die Nebenwirkungen einer Impfung. Und ich kenne als Arzt aus eigener Erfahrung die grausamen Folgen der Erkrankungen, die es bei den Geimpften eben nicht mehr gibt. Da ich selbst in den vergangenen 30 Jahren über 30.000 Impfungen durchgeführt habe, kenne ich die Probleme der Impfungen, aber auch die der Erkrankungen. Und für mich, wenn ich beides vergleiche, ist eines sonnenklar: Die Impfungen sind deutlich weniger schlimm.